Berlin sagt Goodbye, Mr. President. Es ist 10 Uhr abends, als Barack und Michelle Obama sich von den Deutschen verabschieden. Am Ende eines aufregenden Tages. Seit den Morgenstunden hatte sich die Stadt für den großen Auftritt gerüstet. Obama-Tag in Berlin. Alles ist außergewöhnlich an diesem Mittwochmorgen. Die viele Polizei, die Stadt voller Staatskarossen. Die Hitze für die wartenden Journalisten vor dem Schloss Bellevue. Und dann ist er da, Barack Obama. Arm in Arm mit Joachim Gauck, dem deutschen Staatsoberhaupt. Es ist ihre erste Begegnung. Aber sie ist so herzlich, dass Gauck seinen Obama gar nicht mehr loslassen will. Zwei Männer, die das Thema Freiheit verbindet. Es soll eine intensive Begegnung gewesen sein, hinter verschlossenen Türen. Im Anschluss dann das Arbeitstreffen mit Angela Merkel. Zwei Küsschen und ein legeres Hi zur Begrüßung. Am Arbeitstisch im Kanzleramt geht es auch offen und direkt zur Sache. Es gibt Gesprächsbedarf über das amerikanische Ausspähprogramm PRISM. Obama hat dafür mächtig Kritik einstecken müssen. Jetzt nimmt er sich ungewöhnlich viel Zeit dafür, der Presse zu erklären, warum die USA auch Daten deutscher Bürger sammeln. Wir wissen von mindestens 50 Angriffen, die verhindert wurden wegen der gesammelten Daten. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland. Es wurden Leben gerettet und der Eingriff in die Privatsphäre war immer durch Gerichte abgesichert. Das richtige Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit mahnt die Kanzlerin an. Aber ihre Kritik am amerikanischen Ausspähen fällt dezent aus. Wir müssen das richtige Verhältnis finden, die Balance, die Verhältnismäßigkeit zwischen Sicherheit für unsere Menschen in unseren Ländern. Und da gibt es Dinge, wo wir von den Vereinigten Staaten von Amerika wichtige Informationen bekommen haben. Auch für die Familie des US-Präsidenten ist es ein arbeitsreicher Tag. Am Morgen besichtigen sie das Holocaust-Mahnmal, gleich neben der US-Botschaft. Im Anschluss geht es zum ehemaligen Mauerstreifen. Der Ehemann der Kanzlerin Joachim Sauer führt sie durch die sengende Hitze. Mit Blumen gedenken sie der mindestens 136 Berliner Mauertoten. Und dann am Nachmittag der Höhepunkt des Besuchs. Der Auftritt Barack Obamas am Brandenburger Tor. John F. Kennedy und Ronald Reagan haben mit ihren Berlin-Auftritten Wegmarken gesetzt. Auch heute feiern zwei Länder hier ihre Freundschaft. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Barack, so heiße ich dich willkommen in dieser Stadt. Willkommen am Brandenburger Tor. Ich heiße dich willkommen bei Freunden. Die Deutschen lieben Obamas charismatische Auftritte. Und auch die deutsche Kanzlerin scheint seinem Charme inzwischen erlegen. Seine Lässigkeit ist eben unschlagbar. Es ist wirklich so heiß und ich fühle mich so gut, dass ich mir jetzt meinen Sakko ausziehe. Sie können es auch tun. Wir können unter Freunden ruhig etwas informeller sein. Mit seiner Rede setzt er dann auch noch den erhofften politischen Paukenschlag. Der US-Präsident kündigt von Berlin aus eine neue Abrüstungsinitiative an. Der Friedensnobelpreisträger will vorangehen bei der Vernichtung der Atomraketen. Ich sage, wir können die Sicherheit Amerikas und unserer Verbündeten gewährleisten und gleichzeitig unsere strategischen Atomwaffen um bis zu ein Drittel reduzieren. Und ich beabsichtige, einen entsprechenden Abbau mit Russland zu verhandeln. Das Publikum ist begeistert und das politische Berlin klatscht Beifall. Eine Weltabrüstungsinitiative nimmt ihren Beginn mitten aus Deutschland. Es ist die Krönung von Obamas Besuch. Der klingt am Abend im Schloss Charlottenburg mit einem festlichen Dinner aus. 200 Gäste sind geladen. Am Ende dieses Tages ist die Zufriedenheit groß. Es war ein aufregender Tag in der deutschen Hauptstadt.
mit einem bemerkenswerten Gast.